Ahoi Leute und tatsächlich willkommen mal wieder zu einer Review von Black Clover, nämlich der Review von Folge 44, wobei ich auch irgendwo noch Folge 43 mit reinnehme. Und Leute, ich habe quasi 8 Folgen lang nicht Black Clover reviewed. Wieso, weshalb, warum, wissen die meisten von euch wahrscheinlich, weil ich wegen meiner Prüfungsphase sehr, sehr wenig Zeit hatte und ich mich auf die, bei der wenigen Zeit, die ich hatte, wollte ich mich auf Attack on Titan fokussieren, und ich glaube, das ist auch nicht sonderlich verwerflich. Ich werde hier, bevor wir auf die beiden aktuellen Folgen eingehen, noch ein bisschen, ja, sag ich jetzt mal, Grobes oder Allgemeines bezüglich Black Clover sagen, denn ich finde, es hat sich doch so einiges oder so ein paar Sachen getan in den vergangenen 8 Folgen, was man sie hier so nennen müsste, und deswegen reden wir da als allererstes jetzt mal drüber, nämlich zum Beispiel das Thema der Animation, Leute. Ihr wisst, diejenigen von euch, die schon mich auf meinem Kanal länger verfolgen und auch Black Clover auf meinem Kanal länger verfolgen, die wissen, dass Animation ein sehr, sehr, kritisches Thema ist, was ich schon immer angesprochen habe bei Black Clover, und das hat sich auch nicht geändert zum aktuellen Standpunkt. Ich bin immer noch jemand, der sagt, dass Black Clover sehr, sehr schöne Animationen verdient hätte. Besonders, wenn man sich mal den Manga anschaut von Black Clover, sieht man, wie schön und wie gut Yuki Tabata eigentlich zeichnen kann. Und dann erkennt man auch eigentlich erst wirklich, wie schlecht das Animationsstudio den Zeichenstil von Yuki Tabata eingefangen hat. Ja, sie haben nämlich meiner Meinung nach den ganzen Stil so unsagbar schlecht eingefangen. Das sieht man an bestimmten Ankerstellen, sage ich jetzt mal. Gerade wenn man sich mal vor ein paar Folgen anschaut, als Asta Noelle gefangen hat. Ja, als sie hoch runtergefallen ist, nachdem sie ihre Magie da, ihren neuen Zauber erlernt hat, ist sie runtergefallen und Asta fängt sie auf und hält sie in den Armen. Wenn man einfach nur mal die beiden Bilder vergleicht vom Anime und vom Manga, da liegen Dimensionen zwischen, und das ist eigentlich so eine wichtige Szene gewesen für mich, finde ich persönlich, und das zieht sich durch die ganze Serie wie ein Kaugummi. Studio Pierrot macht hier einfach, das muss man einfach ehrlich sagen, Leute, und das habe ich ja schon öfters angesprochen, macht hier einfach keine gute Arbeit, vor allem auf das Gesamtwerk des Animes betrachtet, und man erkennt es einfach immer wieder, dass hier wirklich so viele Folgen outgesourced werden, dass man hier mal Folgen hat, die in Korea gemacht werden, Folgen, die in Thailand gemacht werden, und man denkt sich, warum, what the fuck, wieso, ja, dann hat man wiederum auch wieder sehr, sehr schöne Folgen, wie zum Beispiel Folge 43, also die vorletzte Folge zum Standpunkt, wo ich dieses Video hier aufnehme. Die Folge war unglaublich gut animiert, und im gleichen Moment muss man sich dann wieder Folge 44 anschauen, also die momentan aktuellste Folge, wo man sich wieder denkt, haben da zwei verschiedene Studios diese beiden Folgen animiert, weil sie so unterschiedlich schon wieder aussahen. Ich meine, mir fällt das immer auf. Wenn ihr Anime-only seid oder da gar nicht so kritisch drauf schaut, fällt euch das gar nicht auf, aber ich sehe halt die Szenen und denke mir häufig, Gottverdammt, wieso ist das jetzt so miserabel animiert? Es ist nicht mehr so miserabel, wie es zum Beispiel um Folge 30 war. Diejenigen von euch, die damals dabei waren, meine Reviews geschaut haben, die werden sich daran erinnern, dass ich da wirklich komplett kritisch war und da wirklich überhaupt kein Verständnis für hatte, was für unsagbar schlechte Animationen da waren. Da waren zum Teil Fan-Animationen besser als das, was Studio Pierrot abgeliefert hatte, damals im letzten Arc, den wir noch hatten. Und deswegen bin ich da ganz froh, dass das jetzt vorbei ist. Und das ist auch etwas, was ich ansprechen wollte eigentlich. Ich habe die aktuellste Folge jetzt gerade erst vorhin gesehen, also Folge 44, und hatte eigentlich ein richtig gutes Gemüt und habe mir gedacht, hey, Black Clover hat sich gemausert, beziehungsweise Studio Pierrot hat sich wirklich gemacht, und die haben da wirklich ordentlich was rausgeholt und die Animationen sind wirklich nach oben gegangen. Habe ich wirklich gedacht, Leute, und ich wollte das in dieser Review eigentlich mega positiv ausschmücken und wollte sagen, hey Leute, es hat sich was getan, das Studio hat erkannt, dass Black Clover vielleicht doch etwas wichtiger ist, und dann kommt Folge 44, die nicht mega schlecht animiert war. Versteht mich nicht falsch, Leute. Ja, sie war jetzt nicht utopisch schlecht animiert, wie zum Beispiel Folge 30 oder 31, eine von den beiden war das. Ja, aber trotzdem war die Folge einfach, vor allem wenn man sich Folge 43 anguckt und Folge 44 und die beiden hintereinander guckt, Leute. Schaut euch die beiden Folgen hintereinander an. Und ihr werdet denken, dass zwei verschiedene Animationsstudios diese beiden Folgen gemacht haben. Und das finde ich einfach schade, und das ist etwas, was nicht sein müsste. Ja? Man kann hier doch einfach mal einen gewissen Standard aufrechterhalten, und das ist bei Black Clover, beziehungsweise, ich sollte nicht sagen bei Black Clover, sondern bei dem Studio. Bei Studio Pierrot, was ja auch gerne Studio Clown genannt wird, ist das einfach nicht vorhanden, Leute. Ja? Diese Kontinuität ist nicht da und man hat einfach hier mal Auf und Abs. Und das finde ich einfach schade, auch wenn man sagen muss, dass die Animationen bei Black Clover mittlerweile schon ordentlicher geworden sind. Zumindest für Black Clover-Verhältnisse. Ich als Attack on Titan-Zuschauer, ja, habe natürlich einen sehr, sehr hohen Maßstab und kann sagen, hey, ganz ehrlich, alles, was Black Clover so abliefert, ist
im Vergleich zu Attack on Titan nicht sonderlich gut, aber die letzte, also die vorletzte Folge, Folge 43, die war so gut, dass ich mir gedacht habe, boah, wenn so einfach jede Folge von Black Clover ausgesehen hätte, dann hätte ich wirklich überhaupt nichts zu meckern gehabt. Aber ist leider nicht so, das muss man einfach sagen. Und jetzt reden wir auch noch ein bisschen über das Thema des Endes von Black Clover, dem Anime. Denn Leute, zum aktuellen Zeitpunkt haben wir nur noch 8 Folgen, also quasi 2 Monate, und dann ist Black Clover tatsächlich zu Ende. Im Anime zumindest. Und das auch vorerst. Und die Staffel könnte meiner Meinung nach nicht schlechter enden. Denn ich mache jetzt hier keinen großen Spoiler, aber so wie dieser Arc jetzt enden wird, ja, dieser Arc ist ein Arc, der meiner Meinung nach nicht rund ist. Denn es wird etwas passieren gegen Ende dieses Arcs, wo man sich als Anime-Zuschauer denken wird, wie geht's jetzt weiter? Ich will wissen, wie es weitergeht. Das ist so unvollkommen. Es ist kein rundes Ende. Und ich gehe stark davon aus, dass Black Clover noch eine zweite Staffel kriegen wird. Da gehe ich sehr, sehr stark von aus. Trotzdem habe ich da auch ein bisschen, Angst und denke mir, vielleicht machen sie es doch nicht. Aber es ist halt ein schlechtes Ende, finde ich. Es ist einfach kein gutes Ende, was hier kommen wird. Wie gesagt, ich lese ja den Manga, ich weiß, was passiert. Und hier wird auch nichts Neues großartig dazu gedichtet. Deswegen bin ich da ein bisschen besorgt. Manga-Leser wissen, wie dieser Arc bzw. wie der Anime enden wird. Und der nächste Arc, das ist ja auch die Sache, Leute. Das ist die Sache, die mich auch ein bisschen ärgert und wo ich mich frage, warum macht man nicht, wie bei Fullmetal Alchemist, einfach 64 Folgen? Das hätte so einen großen Impact gehabt, weil der Arc, der nach diesem Arc, den wir jetzt haben, nach dem Unterwassertempel-Arc, der Arc, der danach kommt, ist einfach der Arc, der meiner Meinung nach, und da habe ich auch schon mit vielen, vielen anderen Leuten geredet, die den Manga von Black Clover lesen, das ist der Arc, der einfach den Hype lostreten wird. Der zeigen wird, was in Black Clover los ist. Und ich will das auch nur nochmal kurz sagen, die amerikanischen Anime-YouTuber, die immer auf Black Clover rumgehackt haben, die immer Black Clover gehatet haben und gesagt haben, Black Clover ist ein Abklatsch, wisst ihr, was die jetzt allmählich machen, Leute? Nachdem sie wohlgemerkt den Manga aufgeholt haben, wisst ihr, was die sagen? Die sagen auf einmal, dass Black Clover doch eine richtig geile Story hat und dass Black Clover doch auf einmal richtig gut ist. Ach, woran liegt das wohl? Tja, Leute, wir sagen ja immer wieder, lest den Manga von Black Clover und stützt euch nicht nur auf dem Anime. Denn, da bleibe ich auch bei, der Manga von Black Clover ist besser als der Anime. Da mache ich mir nichts vor, Leute, und da will ich euch nichts vormachen. Das ist einfach so. Er sieht schöner aus. Ja, Leute, kein Spaß, der Manga sieht schöner aus als der Anime. Das ist einfach so. Und der Manga geht knackiger voran und der Manga hat einfach ein gutes Pacing mit einer guten Story, die ihr deutlich besser erkennen könnt als hier im Anime, wie ich persönlich finde. Und deswegen empfehle ich das auch nur. Der Manga geht gerade richtig ab, muss man auch nochmal kurz erwähnen. Deswegen, und ich finde es einfach interessant, dass selbst die amerikanischen Anime-YouTuber, die immer gehatet haben, dass die jetzt auf einmal ankommen und sagen, Black Clover ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich immer gesagt habe. Vielleicht hätte man dem ganzen Jahr doch eine Chance geben sollen im Manga. Und genau das ist jetzt, Leute. Ich meine, ich will nicht sagen, dass der Anime jetzt das schlecht gemacht hat von der Story her, aber es ist halt so, dass der Manga das Ganze mit dem Pacing deutlich besser macht, wie ich persönlich finde. Aber jetzt haben wir schon genug über das Ganze geredet. Ich habe ja hier schon jetzt einen halben Podcast rausgemacht, Leute. Ich will jetzt aber mal über das aktuelle Geschehen im Unterwassertempel-Arc sprechen. Denn dieser Arc ist auch auf den Anime-Stand gesehen, wo wir jetzt gerade sind, meiner Meinung nach der interessanteste und beste Arc hier. Und ich finde generell dieses Setting mit dem Unterwassertempel finde ich eigentlich richtig geil. Und diese ganze Aufmachung, die wir jetzt hier hatten mit dieser Prüfung, mit diesem Spiel, könnte man sagen, was jetzt hier aufgesetzt wurde, in dem der schwarze Stier gegen die neuen Mitglieder des Unterwassertempels kämpfen muss. Das ist eigentlich ein richtig cooles Setting gewesen und ich hätte das auch gerne irgendwie gesehen, ohne Unterbrechung. Aber wir haben ja schon in Folge 43 gesehen, dass unsere Leute vom schwarzen Stier sehr, sehr stark sind und da eigentlich, ich will nicht sagen, wenig Probleme hätten, aber doch schon, man hat gesehen, dass da einige sehr, sehr schnell rausgeflogen sind von der gegnerischen Seite. Und dann ist eben ein Charakter gekommen, den wir schon im letzten Arc gesehen haben, zwar nur kurz, aber jetzt hier deutlicher, nämlich Veto. Und Veto ist ein ziemlich krasser Charakter, Leute, und auch für euch Anime-Onlys kann ich sagen, das ist ja auch schon irgendwie im letzten Arc hervorgekommen, Veto ist stärker als Licht. Und Licht ist ja der Anführer der großen antagonistischen Organisation. Trotzdem ist Veto hier stärker. Und Veto ist auch ein crazy Charakter, ein sehr emotionaler Charakter. Das denkt man sich jetzt gar nicht so, aber das wird man auch noch im Verlauf sehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch noch im Anime sehen wird, aber man sieht es auf jeden Fall im Manga. Und hier bahnen sich jetzt echt krasse Kämpfe an, wo auch wirklich einige Brutalität kommen wird. Das muss ich auch noch sagen, Leute. Das erwartet ihr euch auch in den kommenden Folgen. Wirklich krasse Brutalität. Und
Das ist jetzt auch gerade der Fall gewesen im Kampf von Luck und Magna gegen Veto. Denn die beiden geben wirklich alles, machen Teamarbeit. Wir haben da wirklich coole Szenen mit den beiden gehabt, wo sie zusammengearbeitet haben, wo sie sich beide auch gegenseitig anerkannt haben und Magna gesagt hat, hey, Luck, er ist eigentlich mein bester Freund. Und Luck gleichzeitig sagt, Magna ist mein erster Freund gewesen. Und das ist einfach wirklich eine coole Sache zwischen den beiden hier gewesen. Auch ihre Teamattacke, wirklich mega nice gewesen. Und der Kampf war sehr actiongeladen. Auch wenn die Animationen da jetzt nicht die besten bei dem Kampf waren, trotzdem hat mir der sehr, sehr gut gefallen und hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Und ich finde, Veto ist hier in diesem Arc so ein bisschen diese overpowerte Instanz. Ja, wir haben bisher jedes Mal im Black Clover, wenn wir was hatten, hatten wir immer das Gefühl, dass die Charaktere, dass Asta und seine Kameraden den Gegner alleine besiegen können. Und ich finde, dass wir das jetzt hier gegen Veto überhaupt nicht haben. Dass wir hier mit Veto einen Charakter haben, der so stark ist, dass man dagegen einfach nicht ankommt, wenn man nicht selbst mindestens ein Ordensanführer ist. Und ich meine, selbst Yami hat das gemerkt und Yami sagt, ey, ich muss jetzt auch hier raus. Ich muss in den Kampf mit einschreiten, sonst werden meine Leute quasi gekillt. Ich finde auch übrigens Yamis Spruch ganz geil, wo er sagt, ja, sterbt nicht, wenn ihr sterbt, dann bringe ich euch um. Ja, und es ist auch wirklich bekloppt. Ich meine, das ist typisch Yami, aber trotzdem. Und ich mag diese bedrohliche Kulisse, wo wirklich irgendwie ein bisschen Hilflosigkeit kommt, gerade wenn man sich das anschaut, dass Magna und auch Luck, die ja beide eigentlich ziemlich krasse und starke Charaktere sind, besonders auch Luck, dass die hier solche Probleme haben, beziehungsweise gar nicht wirklich überhaupt Schaden machen an Veto. Ja, Veto ist einfach so krass, dass die trotz ihrer kombinierten krassen Attacken hier keinen Schaden machen und das finde ich wirklich sehr, sehr krass und das wird auch in den nächsten Folgen noch besser. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie das jetzt hier gerade abgeht. Auch die Beziehungen hier, die Noelle und Kahono aufgebaut haben, das ist auch noch eine sehr, sehr interessante Sache und das wird auch noch ein bisschen wichtiger und auch vor allem der Arc, ja, dieser Arc, der danach noch kommt, alles. Ach Leute, ich will gar nicht zu sehr spoilern. Es ist alles einfach so ein bisschen, es zerreißt mich gerade ein bisschen, wenn ich alleine darüber rede und mir vorstelle, dass Black Clover bei Folge 52 enden soll. Das tut mir weh, Leute, in der Seele, weil ich schaue jede Woche Black Clover, auch wenn ich jetzt 8 Wochen nicht reviewed habe, schaue ich natürlich trotzdem jede Woche Black Clover und freue mich auch eigentlich auf jede Folge von Black Clover. Und wenn ich einfach so gerade vorausdenke, dann tut mir das schon ein bisschen weh, wenn ich bedenke, dass ich da bald eine Pause habe bei Black Clover. Ab Oktober wird wahrscheinlich dann keine Folge mehr kommen und wir haben auch noch keine Ankündigung von Studio Pierrot, ob es da weitergeht, ob Black Clover von einem anderen Studio übernommen wird. All das noch Fragen, die im Raum stehen. Aber ja, Leute, wie gesagt, die Folge 44 endet ja dann hier mit dem Clash von Magna, Luck und auch Veto. Und das wird auf jeden Fall noch deutlich besser. Hier in den kommenden 8 Folgen, die wir noch haben, werden wir noch richtig Action haben und sehr, sehr spannende Kämpfe. Und ihr werdet auch sehen, Leute, dass Black Clover ein Kampfsystem hat, sage ich jetzt mal, wo mit Köpfchen gekämpft wird. Das wird man in diesem Arc sehr, sehr gut sehen und auch in den kommenden Arcs noch. Aber in diesem wird man es das erste Mal so richtig, richtig sehen. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ja, Leute. Das war es eigentlich auch schon. Ich weiß, wenig reviewed, viel über Black Clover allgemein geredet, aber das musste einfach mal nach dieser langen Zeit sein. Ihr könnt mir zu den ganzen Themen ja auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und generell würde mich freuen, wenn ihr hier mal ein paar Kommentare unter die Black Clover Review schreibt. Und falls ihr das Ganze auch noch ein bisschen länger haben wollt, denn die 8 Folgen, die haben wir ja noch. Es tut mir leid, dass ich da die Reviews die letzten 8 Wochen nicht gebracht habe. Aber das werde ich jetzt versuchen, jede Woche zu bringen. Nicht immer unbedingt am Dienstag, aber dass ich das auf jeden Fall noch in der Woche bringe, wo Black Clover rausgekommen ist. Vermeintlich könnte es sein, dass ich Black Clover immer donnerstags oder freitags dann raushaue. So sieht das Ganze jetzt aus. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung zu den ganzen Themen, die wir hier angesprochen haben, in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, Leute, falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr das Ganze natürlich gerne mit einem Like supporten, auch kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht schon getan haben solltet. Auf meinen sozialen Medien, Discord, Twitter und Instagram vorbeischauen. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir hören uns spätestens im nächsten Video wieder.